3 hoch n größer gleich a, wobei a Element aus den reellen Zahlen ist. Also hier könnte zum Beispiel stehen die Zahl e, ja, die Eulersche Zahl. Oder hier könnte stehen Wurzel über Pi oder Wurzel über 2. Hier könnte aber auch stehen 1,2. Hier könnte aber auch stehen 0,012 und so weiter und so weiter. Jede erdenkliche reelle Zahl kann man hier in die Ungleichung einsetzen. Und gesucht ist somit eine natürliche Zahl n, also dieser Exponent, der dann praktisch diese Ungleichung in eine wahre Aussage überführt. Ja, dieser Exponent, dieses n hier, muss so gewählt werden, dass diese Ungleichung nicht verletzt wird. Das ist unsere Aufgabe. Voraussetzungen hier sind ja die Kenntnisse der Potenzrechnung, die Kenntnisse der Wurzelrechnung und die Kenntnisse der Logarithmenrechnung. Also da gehen wir jetzt davon aus, dies beherrschen wir alles. So, mit so einem Strich hier an der Seite deute ich immer den Gedankengang an und der Gedankengang ist dann in der nächsten Zeile, also in der Folgezeile, dann auch umgesetzt. So, also lösen wir das Ganze. 3 hoch n größer gleich a. So, was machen wir hier? Ich ziehe mal auf beiden Seiten dieser Ungleichung den Logarithmus zur Basis 3. Die Basis ist natürlich 3. Ich habe hier eine Potenz mit einer Basis 3, also werde ich hier erstmal den Logarithmus zur Basis 3 auf beiden Seiten der Ungleichung anwenden. So, Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch n größer gleich Logarithmus zur Basis 3 von a. Ja, der Gedankengang markiert hier mit diesem Querstrich jetzt in der Folgezeile umgesetzt. Okay. Ja, als nächstes, der nächste Gedankengang ist folgender. Ich erinnere mich an ein Logarithmengesetz. Logarithmus zur Basis 3 von 3 hoch n ist ja nichts anderes als n mal der Logarithmus zur Basis 3 von 3. Ja? Also ersetze ich jetzt die linke Seite meiner Ungleichung durch diesen Term. Ja? Weil diese Gleichheit gilt ja. Es ist einfach nur Erinnerung an ein Logarithmengesetz. Also n mal Logarithmus zur Basis 3 von 3 größer gleich Logarithmus zur Basis 3 von a. So, gehen wir mal auf die Folgeseite, schreiben wir es nochmal schnell hin. So, was ist denn das hier? Gesucht ist eine Hochzahl, sodass 3 hoch x gleich 3 erfüllt ist. Ja? Aber die Funktion hier, Logarithmus zur Basis 3 von 3, ist ja die Lösung von dieser Rechnung hier. Also das ist ja sozusagen mein x, also 1. Denn wenn ich hier für x die 1 einsetze, ist doch 3 hoch 1 sicherlich 3. Ja? Also, dann kann ich das jetzt mal hier löschen und mal 1 hinschreiben. Ja? Und n mal 1 ist sicherlich n. Also schieben wir das n vielleicht noch etwas näher an die Ungleichung heran. Also haben wir das Ganze reduziert auf n größer gleich Logarithmus zur Basis 3 von a. Und an der Stelle brauchen wir jetzt natürlich eine Fallunterscheidung, weil wir haben hier einen Logarithmus und wir müssen uns natürlich jetzt an den Verlauf des Funktionsgraphen erinnern. Ja, weil wir haben natürlich hier a stehen. Wir wissen, a ist aus den reellen Zahlen. Wir wollen ein n ermitteln, aber mein a steht ja jetzt nicht auf der rechten Seite dieser Ungleichung völlig isoliert, sondern das ist ja mit einem Logarithmus verknüpft. Und wie schaut jetzt der Logarithmus hier aus, also der Funktionsgraph dieser Funktion? Ja, an den muss man sich natürlich erinnern. Bei 1 ist natürlich die Nullstelle. Wenn der Logarithmus zur Basis 3 von x gegen diese 0 geht, gegen x0, dann ja, verschwinden die Funktionswerte in die negative Unendlichkeit.
Genauso gut, wenn ich in die positive x-Richtung gedanklich hier entlang wandere und mir meine Funktionswerte hier anschaue, dann marschieren die mit zunehmendem x-Wert auch in die Unendlichkeit, in die positive Unendlichkeit. Die werden immer größer, die Funktionswerte. Das muss ich ja hier irgendwie berücksichtigen, weil hier steckt ja mein Parameter a drin und dieses n soll ermittelt werden. Also schauen wir uns doch erstmal dieses Intervall an. Verknüpft mit diesem Intervall soll heißen, ich schaue mir das Intervall an, 0 ausgeschlossen, weil an der Stelle wissen wir schon, ja, die Funktionswerte verlaufen in die negative Unendlichkeit. Also wenn ich für x hier bei dem Logarithmus zur Basis 3, wenn ich hier mir jetzt statt ax denken würde, ja, wenn ich hier für x die 0 einsetze, dann meckert der Taschenrechner, das will er nicht rechnen, das ist ja nicht definiert. Das sieht man auch anhand dieses Verlaufs vom Funktionsgraphen. Ja, die Stelle 0 wird nie erreicht. Ja, der kriecht hier, der nähert sich zwar der 0 an, aber der Funktionswert, der wird praktisch keine Zahl ausliefern. Ne? Der wird immer negativer werden, ne? Umso näher ich an die 0 heranrücke. So, und das muss ich natürlich hier bei meiner Untersuchung hier berücksichtigen. Mein a ist ja irgendwo hier auf dieser x-Achse. Ja? Es steckt eben mein a in dem Intervall und in dem Intervall. Wie schreiben wir das dann? Das schreiben wir einfach so. A ist Element aus dem Intervall von minus unendlich und 0 eingeschlossen, vereinigt mit jetzt 0 ausgeschlossen bis 1 eingeschlossen. 1, x1 ist die Nullstelle. So, also ich schaue mir mein a an, das hier vorkommt, aber bezogen auf diesen Bereich. Also alle a's hier drin, ja, die schaue ich mir jetzt erstmal an. Das ist mein erster Fall, sozusagen. Mein erster Fall bezieht sich auf a aus diesem Intervall hier, aus dieser Vereinigungsmenge, ja, wenn man sich auf die Verknüpfung berufen will. Okay, das bedeutet, was für n muss ich wählen, ja, wenn ich mein a aus diesem Intervall hier wähle? Ich wähle alle n aus n, aber die 0 eingeschlossen. Dann ist die Ungleichung erfüllt. Ja, soll heißen, die Ungleichung 3 hoch n größer gleich a mit ja, a Element aus minus unendlich bis 0 eingeschlossen, vereinigt mit 0 ausgeschlossen und 1 eingeschlossen, gilt für alle n Element n, aber die 0 dabei. Veranschaulicht soll das heißen, ich nehme die 0 mit, setze für n hier die 0 ein, dann ist meine Ungleichung hier erfüllt, egal welches a ich hieraus auch wähle. Und genauso gut könnte ich alle anderen natürlichen Zahlen wählen, ja, bis in die Unendlichkeit. Das wäre unser erster Fall. Aber jetzt, wenn wir uns mal hier zurückerinnern, hier könnte ja auch mein a rausstammen aus dem Intervall. Ja. Das ist ja das Intervall 1 ausgeschlossen bis plus unendlich. Ja. Ich könnte hier in die Unendlichkeit, also in die positive x-Richtung, unendlich weit hinauslaufen gedanklich. Ja. Sprich mein a beliebig wählen in diesem Intervall. Das muss ich natürlich bei der Lösung auch berücksichtigen. Also heißt es, wir müssen den zweiten Fall hier anschauen. Der zweite Fall ist ja a aus diesem benannten Intervall. Können wir auch so schreiben, a größer 1, ja, ist äquivalent jetzt mit a Element aus 1 ausgeschlossen bis unendlich. Ja. Okay. Was wähle ich dann für ein n? Ja, schreiben wir es vielleicht nochmal her. Es steht ja immer noch da, n größer gleich Logarithmus zur Basis 3 von a. Ja, mein a ist eben jetzt aus diesem Intervall. Ja, welches n soll ich hier dann wählen? Ja, dann wähle ich einfach mein n größer gleich als Logarithmus zur Basis 3 von a.
Weil das hier ist ja sowieso positiv. Ja? Das kann man sich anhand des Verlaufs vom Funktionsgraphen schon plausibel machen. Wenn ich in dem Bereich hier bin, dieser schwarz eingefärbte Bereich, und ich wandere hier nach oben, bis ich meinen Funktionsgraphen treffe, dann habe ich ja auch einen Funktionswert, den ich hier zuordnen kann. Ja, ja und man sieht es anhand schon vom Graphenverlauf, in dem Intervall habe ich nur positive Funktionswerte. Also ist es hier Logarithmus zur Basis 3 von a, egal welches a ich hier auswähle, dieses Logarithmus zur Basis 3 von a muss immer positiv sein. Ja? Also wähle ich dann mein n einfach größer gleich diese positive Zahl. Ja? Vielleicht ein Beispiel, wenn hier steht 2, ja, dann wähle ich n größer gleich 2, ja, weil diese Gleichheit ist ja auch noch dabei. Ja, dann steht hier eben 2 größer gleich 2, ist doch in Ordnung. Wenn hier aber steht, machen wir hier nochmal sauber, wenn hier aber steht, meinetwegen 2,4, ja, dann wähle ich n größer gleich 3, ja, weil dann steht eben, 2 kann ich nicht wählen, weil wenn ich für n die 2 wählen würde, wäre hier die Ungleichung verletzt, ja, weil 2,4 ist ja größer als 2. Aber wenn hier für n die 3 gesetzt wird, dann ist die Ungleichung nicht verletzt. 3 größer gleich 2,4 ist okay. Ja, so muss man das hier lesen. Vielleicht können wir das in einen Abschlusssatz noch ja, festigen. Meine Gleichung für den Fall 2, also meine Ungleichung, 3 hoch n größer gleich a mit a Element 1 ausgeschlossen bis unendlich. Oder alternativ, wie wir es vorhin angegeben haben, a größer 1, ja, für dieses Intervall. Also diese Ungleichung für dieses a ist genau dann erfüllt, wenn ich n größer gleich Logarithmus zur Basis 3 von a wähle. Ja? Und damit ist die Aufgabe gelöst. Gut.